Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanna quält sich. Und heute haben wir einen Wunsch von den guten Jungs von den Fog Lake Productions. An dieser Stelle viele Grüße an euch. Die haben auch einen ganz fantastischen Kanal, den ich euch nur empfehlen kann. Besucht ihn einfach unten verlinkt natürlich. Besucht ihn und lasst vielleicht mal ein Abo da, wenn ihr mögt. Und die haben sich WWF King of the Ring gewünscht. Das Spiel habe ich schon länger auf meiner To-Do-Liste. Also gut, dass es mal gewünscht wurde. Es ist ein Wrestling-Spiel, was allerdings nicht so geil sein soll. Ich habe ja früher sehr stark WWF Superstars 1 und 2 abgefeiert. Ich hatte die auch als Kind. Habe sie sehr gemocht. Das eine ist von Rare ja zum Beispiel. So ein großes Entwicklerstudio und ist einfach wunderbar. Habe mit Wrestling an sich aber oberflächlich eigentlich nur zu tun gehabt damals. Man weiß natürlich, wer der Undertaker war, wer Hulk Hogan war und so weiter. Aber ich habe mich jetzt nie so tief in dieses Wrestling hineingearbeitet wie so manche von euch. Und ja, es gab natürlich einige Wrestling-Spiele. Und eins davon ist halt King of the Ring. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Wobei ich sagen muss, wenn ich das schon mal so starte, das Menü sieht eher bare bones aus. Ich würde sagen, wir spielen mal One-on-One und wir machen es erstmal auf easy, würde ich sagen. Ne? Also Player vs. Computer. So, mal gucken, wen wir kennen. Also, wir haben den Bret Hitman Hart, den kenne ich sogar noch. Wobei, das Spiel kam ja später raus als WWF Superstars 1 und 2. Aber die Charakterporträts, die sehen schon hässlicher aus. The Narcissist, Lex Luger, sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Shawn Michaels, der sagt mir sogar was. Mr. Perfect, der war auch schon bei WWF Superstars dabei, beim ersten Teil. Razor Raymond, sagt mir auch nichts. Macho Man, natürlich. Also die ganzen guten alten 90er Jahre sind einige dabei. Yokozuna, keine Ahnung, auch noch nie gehört. Hulk Hogan, da kann man sich selber einen zusammenstellen wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, ich nehme hier den guten alten Hulk Hogan. Damit soll man nichts. Okay, das soll Hulk Hogan sein. Okay, also die Grafik schon mal ist nicht gut. Soundtechnisch sieht das auch sehr bare bones aus. Okay, also auf B treten wir. Auf A schlagen wir. Okay, soweit, ne? So normal. Der Gameboy hatte natürlich limitierte Bedingungen, aber das sah doch schon bei WWF Superstars schöner aus, oder? Die hatten so einen eigenen Stil. Man kommt auf jeden Fall sehr schnell ins Klammern rein. Und wenn ich jetzt schon unten die Lebensleisten sehe, ich bin übrigens momentan rechts, Hulk Hogan, erkennt man sofort, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was das für eine Frisur sein soll, aber das sieht irgendwie so aus wie Fokuhila ohne vorne was. Alter, guck doch mal die Lebensleisten an. Da muss es doch hier, wenn das wirklich die Lebensleisten sind, da passiert ja gar nichts. Aber wirklich so gar nichts, ne? Okay. Mal gucken. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder rein. Sonst wäre ich hier rausgezählt. So, mal gucken, wie ich das mache. So, okay, ich bin wieder drin. Glück gehabt. Aber guck mal, wie langsam das auch abläuft. Also ich kann es wirklich nur gegen WWF Superstars 1 und 2 vergleichen. Andere Wrestling-Spiele für den Gameboy habe ich noch nicht gespielt. Aber die spielen sich wesentlich actionreicher. Also das scheint hier sehr schnell ins Klammern zu kommen. Und wieso verletze ich ihn nicht? Das verstehe ich. Also, das kapiere ich jetzt wirklich nicht. Also, ne, ich mache es natürlich jetzt eher als Taktik im Button-Mashing. Vielleicht gibt es hier auch. Super, aber guck mal hier. Ich habe mich jetzt in die Seile geworfen, habe ihn jetzt im vollen Rennen umgewämst. Nichts ist passiert. Vielleicht ist das jetzt ja auch der Modus Easy. Das weiß ich natürlich nicht. Es macht so keinen Spaß. Es macht so keinen Spaß. Es ist so schrecklich. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr Wrestling-Fans, könnt hier ein bisschen was. Jetzt bin ich wieder rausgegangen? Warum? Ich wollte gar nicht rausgehen. Ja, stehe ich blöd da? Hallo? Jetzt geh doch mal wieder rein.
rein? Also irgendwie spinnt die Steuerung auch etwas. Aber es kann auch im Emulator liegen, ne? Wie immer, in dubio pro reo in dieser Serie. Ich nehme ja hier immer alles mit Emulator auf. Ich habe als Steuerung natürlich hier den Original Gameboy. Mit, dass das Feeling so ein bisschen da ist. Aber für mich zum Aufnehmen ist das einfach mit dem Emulator besser. Aber guckt euch das mal an, ey. Wie lange geht jetzt das Match? Ich gucke jetzt gerade mal in die Aufnahmesoftware auf die Zeit. 3 Minuten? Und wir haben noch nichts erreicht. Und auch die Kampfmechaniken und Techniken, ne? Komm, steh auf! Die klammern halt sofort. Das ist mir bescheuert. Das kam irgendwie schon mal vor. Ich weiß, Wrestling ist auch viel Klammern und entsprechende Würfe und so weiter. Das ist doch hier nichts. Was soll denn das? Verstehe ich nicht. Komm, steh auf. Also, ich weiß nicht. Ihr hört ja, wie ich hier verzweifelt Button mesche, aber irgendwie klappt das alles nicht. Und es ist auch so, es ist so lieblos präsentiert, ne? Dass ich weiß, technische Limitierung hin und her, das Publikum ist nicht animiert. Keine Soundeinspieler oder ähnliches. Also, ich versuche hier mal so in die Ecke. Nein, ich will nicht raus. Ich wollte in die Ecke auf die Bande. Weißt du, dass ich irgendwie so runterspringen kann? So. Bam. Bam. So. Also, im Prinzip ist das hier ein Button-Mashing-Spiel, weil immer, wenn ihr immer in diesen Hold seid, müsst ihr natürlich den Button mashen. Also, nehme ich mal an, ne? Der hat mich doch hier nicht erwischt. Das ist... nee, also... Nein. Also es ist so langsam, so schwerfällig, das wäre auch damals auf den Gameboy durchaus möglich gewesen. Ich weiß es nicht. Ich raff es nicht. Wieso? Ihr hört doch, wie ich hier... draufmesche. Sie links und rechts drücken. Keine Ahnung. Viel mehr geht. Ab und zu gelingt es mir irgendwie. Aber auch nicht immer. Also ich verstehe das Spiel auch schlichtweg nicht. Auch, und es ist einfach so wie zäher Sirup. Es zieht sich so unnötig entlang. Nein! Wer hat denn gedacht, dass das Spaß macht? Und die Wrestler, die sehen nicht mal ansatzweise so aus wie ihre Vorbilder. Die haben sich da null Mühe gegeben. Wie kann man da so einen Rückschritt haben? Okay, gut, der Publisher ist LGN. Wie wir alle wissen, wie der Angry Video Game Nerd sagt immer, the shit rainbow. Nee, komm. Ganz ehrlich, ich will jetzt nur noch dieses scheiß Match hinter mich bringen. Wieso verletze ich ihn eigentlich auch gar nicht mehr? Ich treffe ihn doch. Okay, so. Und bäh! Jetzt hat er mich einfach gestoppt. Es ist so. Also, liebe Fog Lake Productions, ein würdiger Wunsch auf jeden Fall. Alter. Nein, das ist einfach so nein, wisst ihr? Das ist so eines dieser typischen Spiele. Na komm, komm mal her. Mal gucken, ob er rauskommt. Vielleicht kriege ich ihn so irgendwie, ne? Dass er irgendwie ausgezählt wird. Das ist so eines dieser typischen Spiele. Das muss man nicht lange spielen. Das spielt man für eine halbe Minute oder ähnliches und weiß sofort, nein, das ist nichts. Vielleicht werde ich jetzt ausgezählt. Wäre es kein Verlust, ehrlich gesagt. Ach, oh nein! Ich habe verloren! Alter! Ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch grundsätzlich was bei dem Spiel falsch und ist das eine unentdeckte Perle. Aber allein schon aus der technischen Sicht würde ich sagen, nein, jede Wette nicht. Also, vielen Dank für diesen Wunsch, lieber Fog Lake Productions. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens Spaß, mich hier beim Leiden zu beobachten. Und wenn ihr auch einen Wunsch habt, egal ob 8 oder 16 mit, einfach in die Kommentare rein. Ich schaue mir alles so nach und nach an. Es kommt alles auf eine Liste und wird irgendwann mal nach Lust und Laune abgearbeitet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.